Hallo, liebe Tiefseefreunde, zu einer neuen Folge von We Are Football. Es geht los in der dritten Liga. Erstes Saisonspiel und dann auch noch gegen den MSV Duisburg. Das wird knüppelhart werden, sage ich euch. Junge, Junge, Junge. Ja, wir sind in der Vorbereitung auch noch. Hatten nur eine Woche jetzt Zeit und müssen schon hier reagieren. Super, ne? So, ich möchte aber jetzt unbedingt auf dem Transfermarkt aktiv werden. Mal schauen, Weiterbildung machen wir mal hier. So, pass auf. Jugend. Genau, Jugend, da können wir mal ein bisschen was machen. Und zwar, die würde ich gerne fokussieren hier. So. Im Scouting haben wir ja zwei Spieler uns, drei haben wir uns da rausgesucht. Nee, vier waren sogar. Ja, zweimal links und zweimal rechts. Wir wollen ja 4-4-2 spielen, um einfach defensiver etwas stabiler zu stehen, weil die dritte Liga wird mit Sicherheit etwas anstrengender, härter werden als die vierte Liga vom letzten Jahr. Und ja, jetzt haben wir uns da mal welche rausgesucht. Die haben wir natürlich noch nicht so gescoutet. Die sind aber alle vereinslos bis jetzt gewesen. Beziehungsweise die Verträge laufen aus. So ist es richtig. Ja. Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also, der Luca Horn, der wäre jetzt nicht so verkehrt auf der linken Seite, würde ich sagen. Ja, wir werden mit dem jetzt ein Gespräch führen. Ja, das machen wir auch. Und zwar am Dienstag. Gut, probieren wir es mal. Ne? So, was haben wir hier? Ja, wir müssen ein bisschen auf die Frische achten, würde ich sagen. Damit wir nicht ganz ausgepowert dahin gehen. Da brauchen wir hier mal Kopfbälle. Da machen wir mal Flanken, würde ich noch sagen. Dann machen wir mal Schwalben. So. Ja. Schnelligkeit. Flanken hat er als Schwäche. Ja. Wir bleiben aber auf Schnelligkeit, würde ich sagen. Passt. So, Luca Horn, 1 Million wollen die haben. Puh. Budget haben wir von 3,8. Ja, das glaube ich, dass er nur einer von mehreren ist. Der wäre schon nicht ohne, glaube ich, ne? Wir mal ein bisschen zu drücken, würde ich sagen. Vielleicht ja, ungefähr so die Hälfte vielleicht. Oh. Das geht nicht. Okay, dann lassen wir es lieber. Was hat er denn jetzt schon wieder? Adduktorenreizung. Ja, bravo. Also was der Sima Kala verletzt war letztes Jahr, das ist unglaublich. Ich brauche da jemanden auf der linken Seite, hilft alles nichts. Der einzige, der noch diese Position spielen kann.
So, jetzt wird's ernst. Erstes Spiel in Liga 3. Sollte vielleicht meinen Vertrag verlängern. Als Trainer meine ich jetzt. Wir sind ja ungebunden, ne? In Sachen Verein. Wir spielen ja die Trainerkarriere. Das heißt, wir sind nur auf uns fixiert, in Anführungsstrichen. Pass auf, der Maus, der ist nicht fit. So, wir lassen mal die Co-Trainer aufstellen. Ja, der will wieder so spielen wie früher. Aber das kann ich mir nicht leisten, wenn du die putzen uns weg. Schau das mal an. Nee, Freunde, nee. Der Langer muss das spielen, genau. Der Buckmeier. Boah, wir haben Stärke 6 und dann kann ich spielen, oder was? Kann aber nicht wahr sein. Also wir machen das so. Buckmeier kommt da rein. Links niemanden, das ist das Problem. Links ist zu schwach besetzt. Das ist echt bitter. So. Der Bank. Ja, dann nehmen wir jetzt noch den so würde ich sagen. Ja, schaut euch das an. Haben wir nie eine Chance, Kinders. Wir könnten aber auch, warte mal, mal überlegen. 5-4-1 können wir auch spielen, theoretisch. Aber nicht so, ne? So nicht. So. Mit einer Spitze, ja, aber nicht den Buckmeier, sondern den den Mause bitte. Wobei der Mause nicht fit ist, ne? Das ist das Problem. Dann lassen wir hier den Bachmann spielen, auch wenn es etwas risikoreich ist, aber der wird sich nur steigern, bin ich sicher. Wenn wir den spielen lassen, wird er schon. Wahnsinn. Pass auf. Wir machen das ganz anders. Wir spielen jetzt mal ganz was Raffiniertes. Kunze kann zentral spielen. Pass auf. Defensiv. Kunze. Zentrales Mittelfeld, genau. 5-5. Natürlich jetzt ein bisschen eine ganz verrückte Aufstellung hier, aber ich will mal was probieren, ob das funktioniert. So. Sehr defensiv. Muss aber sein. So, und auf der Bank. Ja,
Nehmen wir die hier. Das passt soweit, würde ich sagen. So. Oder? Ja. Torwart. Da sind beide nicht so fit. Naja. Oh, der Sebald muss natürlich auch spielen. Was ist denn mein Problem? Geht das? So. Okay, go. Linie zerstören und direkte Pässe. Das können wir aber nicht. Defensiv mit langen Bällen, ja, das könnte man vielleicht noch. Über die Flügel spielen wir nicht. Wir spielen, wenn dann, durch die Mitte, ganz klar. Härte, ja, können wir mal probieren. Ja, machen wir das so. Oh je. Mehr ist Schwäche, die den Körper verlässt. So würde ich sagen. Ist besser. Manndeckung. Oh, 9 Punkte. Wertung. Bedeutung des Spiels. Pass auf, dann machen wir hier gleich mal. Die Eltern sind stolz auf euch, genau. Go. Jetzt bin ich gespannt. Zur Halbzeit schon mal nicht schlecht. Okay. Passt. Ja, das lassen wir so alles. Also der Bachmann vielleicht noch ein bisschen anschieben. Ja, weiter geht's. Es wird eine richtig lustige Liga hier, wenn ich das schaue, die ganzen Mannschaften, um Gottes Willen. Heißen, Glanzparade, sehr gut. Ah. Auswechslung. Nehmen wir jetzt da raus oder rein. Pass auf, wir stellen mal ein bisschen was um. Und zwar würde ich sagen, nehmen wir das mal so hin. Genau. Den Derflinger rein. Defensiv lassen wir das so. Ja, das passt soweit, würde ich sagen. Machen wir mal ein bisschen hier offensiv, würde ich sagen. Nein, klappt heute nicht. Naja. Kann ja mal passieren. So, Ergebnis. Ja, machen wir. Ging so. Ich hätte das Spiel zwar. Muss nicht sein. Okay. Freude, wieso Freude habe ich doch nicht? Ganz zufrieden, würde ich sagen. Okay. Ja, das wird auf jeden Fall eine harte Liga werden hier, wenn ich mir anschaue, die Mannschaften. Oh, Junge, Junge, Junge. Aber gut.
Weiter geht's. Jetzt können wir... Jetzt los. Aha. Ballgewinne, ja, das passt. Jetzt können wir uns um die nächste Verpflichtung hoffentlich kümmern. Die erste in der Saison. Jetzt vielleicht mit dem da. Der wäre natürlich auch nicht schlecht. Wir müssen jetzt Geld in die Hand nehmen, hilft alles nichts, ne? Warte auf, warte mal kurz nochmal was schauen. Ich schaue nochmal kurz was nach bei den... Ich will mal was kurz gucken. Das sind die ganz guten, die Jungen. Da können wir da einen abstauben. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre natürlich gar nicht mal so blöd, ne? Ja gut, Marktwert ist natürlich jetzt heftig. Der zum Beispiel, aber der... Bisschen viel. No risk, no fun, oder? Genau. Ach, er schafft es da wieder los. Ist er jetzt wieder hin? Da. Da kann er nur links spielen, ne? Echt tricky hier. Ich überleg wirklich. Aber wenn man mit einer Fünferkette wäre nicht schlecht auf jeden Fall, das ist klar. Da brauchen wir aber noch einen Verteidiger, ne? Sonst wird es nix. Ich schaue gerade, ob es da irgendwo einen Deutschen noch gibt. Nee. Marktwert schauen. Ah ja. Da ist einer, hier. 68 München. Innenverteidiger. 4,5.
23 Jahre alt. Okay. Ja, warum nicht? Mit dem hier, Waldhof Mannheim, direkte Konkurrenz. Das sind beides, ja. Oh, was kann der hier? Der kann Freistöße, Stellungsspiel und... Wissen wir noch nicht, okay. Den nehmen wir, den würde ich sagen, wollen wir mitnehmen. Ja. So, Innenverteidiger. So, jetzt überlegt man nochmal. Rechtes Mittelfeld. Kostet dann schon ziemlich viel Geld, ne? Wir schauen. Ja, der günstigste ist der hier zum Beispiel, 21. 4,3, der kann auch rechts außen springen, theoretisch. Ein Torhüter hätte ich auch noch gern, so einen dritten, ne? Ein Jahr hat er noch. Der Schick. Lass mich nochmal bitte den Torhüter schauen. Mit der Torwart eher nicht übel. Doch, das sieht natürlich ganz gut aus. Halt. So. Ja, vom Alter her ist es wurscht, ne? Ja, die kosten ganz schön viel Geld. Der braucht aber gar nicht so gut sein, ne, eigentlich, weil das soll ja eher aufgebaut werden, würde ich sagen, langfristig. So, halt. Zum Beispiel so, ja. Ja, der kann schon ganz schön viel. Nimm mal doch mal den damit drauf, würde ich sagen. Okay, gut. Das reicht jetzt erstmal, würde ich sagen. Ja, den können wir auch noch verlängern, den Vertrag, wenn es geht. Gymnastik. So, dann machen wir hier wieder aktive Erholung und dann machen wir Auslaufen. Ja, der Rest passt soweit, würde ich sagen. Ah ja. So, was soll der jetzt trainieren? Tja.
Machen wir mal Strafraumbeherrschung als nächstes bei ihm. So, 1,5 Millionen, Freunde, Freunde, Freunde. Die andere Überlegung ist natürlich, dass wir einfach die Spieler, na, die Jungen, auf dieser Position spielen lassen. Und nach der gewissen Zeit, ja, bekommen sie dann sowieso auf dieser Position dann mehr Stärken. Ne? Also zum Beispiel jetzt, wenn man links außen auf linkes Mittelfeld spielen lassen, ich weiß gar nicht, nach 10 Spielen oder so, oder nach wie, weiß ich nicht wie lang, dann bekommt er automatisch dann die Hauptposition als linkes Mittelfeld. Das wäre auch eine Idee. 1,5 Millionen, Freunde, Freunde, Freunde. Das Interesse ist gleich null, ne? Ich hab gar keinen Spielraum. Also ich will das Geld nicht rausschmeißen hier, ne? Müssen gezielt kaufen, ne? Gezielt. Na, da ist das Interesse noch besser. Oder na, da ist es da, 100%. Jawohl, so ist fein. Der freut sich hier, ne? Genau. Pass auf. Wir machen das so, wir werden jetzt hierher gehen und sagen, oh, kannst du gerne haben, aber so würde ich sagen, ne? Weiterverkauf vielleicht so. Machen wir das so. Okay. Dann machen wir das so. So, er will 4 Jahre, ja, das passt. Wie alt ist der? 23, ja, das ist gut. Handgeld auch noch, ja klar, mein Freund. Sind wir hier nicht beim wünsch dir was? Machen wir das jetzt mal so. Der will unbedingt zu uns. Schau an. Wahnsinn. Ja. So. So, jetzt kommt der nächste. Oh, Rücknummer. Ja, der bekommt die 4, würde ich sagen. Das passt. Jetzt für unseren dritten Torwart. 1,2 Millionen will er haben. Er ist 18, ne? Du, der hat nur 4 Sterne. 1,2 Millionen. Einer von mehreren Interessenten, ja, das ist mir klar. Markt wären 380.000. Nee, dann nehmen wir lieber einen 20-Jährigen mit derselben Stärke, ein bisschen günstiger. Wieso verstoßen? Der bringt uns ja weiter, ne? Also, wenn jemand verletzt ist, ne? Hackt das nicht. Das Prinzip hier so. Machen wir so. Aber
Aber der Torwart ist wichtig, weil das ist immer so gefährlich, wenn da einer ausfällt. So, zweiter Spieltag. Ja, wir spielen weiter in der Formation. Das ist gar nicht mal schlecht. Vom Gefühl her. Gut, Fitness ist etwas schlecht, aber die Gegner sind auch nicht besser dran. Die Frage ist nur, ob wir wirklich so defensiv spielen müssen oder ob wir mal ein bisschen was riskieren. Vielleicht so. So, vielleicht mal. Sieht ganz wüst aus, das Ganze, aber macht nichts. Ja, der Gulke muss sich ein bisschen erst akklimatisieren. Wobei wir jetzt doch bald eine zweite Mannschaft aufbauen könnten, theoretisch. Die doch einen Trainer einstellen sollen. Nee, ich spiele zerstören. So. Das machen wir so, würde ich sagen. Das passt. Dann machen wir wieder Manndeckung, würde ich sagen. Und zwar würde ich... Na, Winkelmann. Der Wolf macht das, genau. Oh, ist fein. So. Heute mal ohne Motivation. Extra Ansprache. Toi, toi, toi. Los geht's. Die haben zu viel Ballbesitz. Eieieiei. Probieren wir es mal. Wir haben keine Chance bis jetzt. Oh, 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 oh. Das ist schlecht. Jetzt wird's lustig. Nehmen wir den Wirtz raus, weil der hat auch schon gelb. Oh je, das ist natürlich wieder suboptimal hier. Defensiv mit langen Bällen kann man nur so weiterspielen. Und das die ganze zweite Halbzeit noch. Ach du meine Fresse. Das wird lustig. Na, hoffentlich ist bald Halbzeit.
Okay. Ja, Mjakov ein bisschen antreiben, würde ich sagen. Oh, die erste Chance. Ich werde wahnsinnig. So, Konter. Mann! Ah, bitte, bitte, bitte. So, was machen wir jetzt hier? Tja. Machen wir mal einen Wechsel. Dörflinger rein. Der Mause kann auch mal wieder rein. Das ist schlecht, echt. Aber was haben wir da rechts? Ja, den Church, damit der nicht verletzt. Ja. Oder bis er gesperrt wird, so muss ich sagen. 1-0, das ist echt traurig. Jetzt hat sich die Maus verletzt. Ja, ist das geil. Ja, dann nehmen wir den Ten vorne. Was soll's? Rippenprellung. Unglaublich. Unglaublich. Alles bitter. 2x1-0. Der vorne! Wahnsinn! Aus, 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 Schiri! Aus, das Spiel! Weg damit! Ach. Aus! Ja, ein Punkt mit 10 Mann. Wahnsinn! Irre! Puh. Das war ein Kick-Ergebnis. Leistung der Mannschaft natürlich super. Leistet gute Arbeit, würde ich sagen. Was haben wir hier? Erwartungen am Punkt holen, würde ich sagen. So. Wahnsinn. Kinders, Kinders, Kinders. Uff. So, ich würde sagen, an der Stelle machen wir eine Pause, es passt gerade ganz gut. Und dann, ja, kümmern wir uns um den Kader nochmal. Und darum, wie wir wirklich spielen wollen. Oh, wir haben zwei Spiele. Ach, du ahnst es nicht. Na super, es wird immer besser. Also, ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.